So, heute schauen wir uns mal an, was Luminar mit seiner künstlichen Intelligenz bei dem Thema Hauptbearbeitung machen kann. Und damit wir auch einen vernünftigen Vergleich haben, bin ich hingegangen und habe das Ganze mal in Frequency Separation, also Frequenztrennung, in Affinity Photo gemacht. Photoshop für das Gleiche. Und das ist jetzt das Ergebnis, wenn man es darüber macht. Und jetzt gehen wir mal rüber zu Luminar und schauen uns mal das Original an. Und das sieht natürlich schon ganz anders aus, ne? Das ist das Original, wie wir es vor der Frequenztrennung eben hatten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir mit Luminar mit den entsprechenden Funktionen erreichen können. So, dafür gehe ich jetzt doch noch mal in die 100% rein, damit ich auch sehe, was ich anrichte im Sinne des Wortes. Holen wir jetzt den wichtigen Bereich rein. Und wie man sehen kann, ist da so einiges los, ne? Aber wer weiß, ne? Wir können ja noch mal gucken, was wir hier noch machen können mit der Haut. Erstmal fangen wir damit mal an. Haut muss man immer warten. Ja, langsam entwickelt sich's. Wenn man das Ergebnis sehen will, aber da kann man ziemlich weit hochgehen, sehe ich gerade. Aber jetzt würde ich so langsam sagen, das soll es gewesen sein, weil mir ansonsten zu viel hier kaputt gemacht wird. Ist schon ein entsprechender Unterschied, was wir gerade sehen können zur Frequency Separation, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Also gehen wir mal hin und lassen das Ganze erstmal so weit stehen. Und jetzt gehen wir mal hoch in den Bereich Radieren, weil ich habe natürlich jetzt hier Bereiche, die ich mit der Hautbearbeitung eben nicht wegbekomme. Kleinen Tipp am Rande, macht nicht zu viel auf einmal, weil es gibt im Augenblick noch keine entsprechende Undo-Funktion auf einzelne Schritte. Und wenn ihr da zu viel macht und dann der letzte Schritt entsprechend falsch war, dann habt ihr das Problem, dass ihr dann vollkommen von vorne anfangen müsst. Also nicht überziehen und sich so gewisse Bereiche überlegen, wo man tätig wird und wo man es entsprechend auch nicht tätig wird. Ich würde sagen, das sollte erstmal wieder reichen. Radieren. So, also abwarten und Tee trinken. Ne? Man weiß ja nie, wann Luminar was macht oder sich bereit erklärt, was zu tun. Es ist irgendwie von einer anderen Welt in dem Beziehung. So gut es auch in gewissen Bereichen funktioniert, aber es gibt auch Bereiche, wo ich alleine durch die fehlende, ja, wie man jetzt hier sehen kann, Sanduhr wahnsinnig werde. So, nochmal aufmachen. Was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt hier, das Ganze nehme ich jetzt hier mehrmals drin, ne, weil ich jetzt hingegangen bin, habe gesagt, ich mache Radieren nochmal. Der Vorteil ist, ich arbeite hier mit der Maus, weil ich der Überzeugung bin, 90% der Zuschauer werden mit der Maus arbeiten. Besser wäre es natürlich, wenn er mit einem entsprechenden Tablet arbeitet. Das arbeitet sauberer. Ja, irgendwann ist er auch entsprechend fertig. Ich mache jetzt hier auf der Ebene oder der Version sozusagen nur die Haare entsprechend weg und muss immer wieder mal warten und weiß dann wirklich nicht, was ich euch dann noch so erzählen soll. Vielleicht sollte ich wirklich nur noch Musik einspielen dabei, solange sich Luminar da beschäftigt fühlt. Ich habe auch kein Gefühl dafür, ja, was, wie, wo, wie lang dauert. Ich habe jetzt mindestens dreimal hier drauf geklickt und sehe keinerlei Reaktion. Aber aus Erfahrung weiß ich, er tut was. Die Frage ist nur was. Und man muss da schon entsprechend Geduld haben. Jetzt ist er soweit fertig. Und jetzt gucken wir uns mal an. Hier sehe ich noch im Prinzip Reste von einem Haar. Das mache ich auch nochmal weg. Und Haare der Dinge, die da kommen. Ja, okay. Jetzt mache ich Radieren zu und wieder auf. Damit habe ich jetzt hier in Änderungen, also im Stack, ne, wieder eins mehr. So kann man das entsprechend dann machen, um die Undo-Funktion sozusagen zu umgehen, damit da nicht zu viel Nacharbeit ist. So, ich mache jetzt nur die gröbsten Bereiche mal weg. Sag jetzt wieder radieren. Hier links die Haare lasse ich entsprechend so. Das ist ein Porträt und da kann eine gewisse Natürlichkeit wirklich nicht schaden.
Mein Gott, was soll ich euch da noch alles erzählen jetzt hier? Solange ich darauf warte, dass er entsprechend fertig wird. Ich könnte natürlich immer anhalten und vorspulen in einer Videobearbeitung, aber ihr sollt ruhig mal sehen, wie die Reaktion des Systems in Natura ist. Und ich habe hier nun wirklich einen ordentlichen Videohobel, der, ja, was hat er im Prinzip, eine entsprechende Nvidia-Karte drin hat, eine RTX. Dann im Prinzip 32 GB RAM und so weiter und so fort. Also wir sprechen hier also nicht von einem Notebook oder sonst irgendwie, vielleicht von der Power her zu geringem System, sondern wir haben hier ein System, was wirklich ordentlich Power hat. So, das hat mir jetzt zum Beispiel hier unten jetzt nicht gefallen. Also gehe ich jetzt hier mal wieder zurück. Das war das nämlich eben, was ich meinte. Wenn man das entsprechend nicht aufpasst, dann hat man hier 10 Schritte, die man wiederholen muss. Also lasse ich das jetzt da entsprechend mal stehen. Aber der Dinge, die da kommen, muss man mal eben ein bisschen Geduld haben. Ich drücke noch mal drauf, also ja, aber das hat nichts zu sagen, kenne ich schon. So, jetzt gehen wir mal wieder in die Übersicht, damit wir auch mal sehen, was wir insgesamt so haben. Das ist natürlich, wenn ich mir jetzt hier vorher nachher anschaue, schon ein entsprechender Unterschied, ne? Muss man offen und ehrlich sagen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Was haben wir an Möglichkeiten noch? Ich habe extra mal das Thema Gesichts-AI mal rausgelassen, weil das kann ich jetzt nämlich auch noch machen. Ich kann jetzt sagen, ich kann das Gesicht aufhellen. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir in den Augenbereich reingehen. Der ist jetzt auch sozusagen neu dazugekommen beim letzten Update. Da müssen wir mal reinzoomen, damit wir auch wirklich merken, ne, was wir da entsprechend vielleicht nicht gut machen. Ich gucke mir mal die Iris an. Das sieht schon ganz gut aus. Iris Glanz. Ja, manche Sachen frage ich mich auch, was es bedeutet. Da geht es mir wahrscheinlich wie euch auch. Augen ein bisschen aufhellen. Da geht es ums Augenweiß übrigens nebenbei. Hätte man auch drauf schreiben können. Warum jetzt hier Iris und Augenoptimierung unterschiedlich sind, weiß ich nicht. Weil für mich sind auf den ersten Blick die Funktionen ziemlich ähnlich. Aber hier die Äderchen und so weiter werden ein bisschen unterdrückt. Wahrscheinlich ist es das. Augenringe, damit sind hier unsere Falten und hier die Schattenbereiche gemeint. Die gucken wir uns auch mal an, wie gut da entsprechend arbeitet. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Aber so sieht es ganz gut aus. Sieht noch recht natürlich aus. Augenbrauen verbessern. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was da passiert. Okay, er dunkelt nach und schärft nach. Das ist natürlich ein bisschen überschärft. Das sollte man vielleicht nicht tun. Ein bisschen zurück damit. Noch weiter zurück. Ja, okay, das sieht schon wieder natürlich aus. Gehen wir runter zum Mund. Das sind alles Dinge, die normalerweise ich ja in vielen Schritten entsprechend machen muss. Und das sieht bis jetzt schon ganz gut aus, was er da macht. Lippen betonen, ja, ist in Ordnung. Lippensättigung, ja gut, ist die Frage. Ein bisschen mehr Sättigung können wir ruhig reinmachen. Ich gehe jetzt mal auf vorher, nachher, damit man auch den Unterschied sieht. Wir wollen es ja nicht extrem überzeichnen. Aber das ist soweit schon ganz ordentlich. Zähne haben wir hier im Bild jetzt nicht zu sehen. Also können wir sagen, Gesicht ist in Ordnung. Körper haben wir. In dem Sinne jetzt hier nicht viel, kann man trotzdem mal gucken, Bauch und so weiter, was da drin ist. Müsste ich mal ein anderes Bild entsprechend raussuchen. So, aber insgesamt bin ich mit dem Zustand, den wir jetzt so haben, ganz zufrieden. Was ich jetzt noch machen würde, wäre, ja, Glamour Glow nennt sich das in den meisten Softwarepaketen. Hier steht was von sanften Leuchten, aber da muss man aufpassen, so sanft ist er nicht. Also der schlägt ziemlich schnell zu, aber es sieht schon ganz gut aus so. So, nochmal. Na, komm. Vorher, nachher, vorher, nachher. Das ist schon, ich sag mal, sehr gut. Ich sehe hier noch einen Bereich, den ich noch mal wegmachen würde. Also gehe ich nochmal zurück ins Radieren. Gehe hier auf den Bereich drauf und sage dann Radieren. Also bei. Macht er was oder macht er nichts? Ne? Könnte man jetzt so ein bisschen Wetter abschließen, aber er macht immer was. So, die Bereiche mache ich auch, obwohl man sagen muss, das sind ja Muttermale und so weiter.
Also Dinge, die zum Körper gehören, die sollte man normalerweise im Porträt nicht wegmachen. Aber ich weiß nun mal hier in diesem Zusammenhang, dass es durchaus machbar ist, also dass es da keine Probleme gibt. Ansonsten, wenn er das nicht vorher schriftlich mit dem Modell abgeklärt hat, würde ich da entsprechend vorsichtig sein, weil das kann ordentlichen Ärger geben. So, das sieht recht gut und normal aus, also natürlich aus. Wenn ich jetzt vorher gucke und nachher gucke, dann ist das, ich sag mal, im positiven Bereich. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss nochmal beide Bilder, nachdem ich den jetzt hier ausgeladen habe, exportiert habe, nebeneinander an. Also Frequency Separation und im Prinzip Luminar. Ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Na, also bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.